Polnische Grenzschutzbeamte haben die Leichen von 4 Personen aufgefunden, die versucht hatten, von Belarus nach Polen zu gelangen. Die Strafverfolgungsbehörden versuchen nun, die Identität der Toten zu klären. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Mindestens 2 oder 3 Personen, die die polnische Grenze überquerten, starben an Unterkühlung oder Erschöpfung. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um Menschen zu helfen und zu retten, die die Grenze überquert haben und in den Wäldern, Sümpfen und dem unwegsamen Gelände nahe der Grenze umherirren. Morawiecki sagte, dass es im September bereits 4000 Versuche gab, illegal nach Polen einzureisen. In den vergangenen 2 Monaten gab es fast 7000 Fälle. Tomasz Praga, Leiter des polnischen Grenzschutzdienstes. Wir haben eine schwangere Frau festgenommen, die 13 Kinder bei sich hatte, von denen keines ihr eigenes war. Sie wurden offenbar von ihren Familien getrennt. Die Hälfte der Kinder wurde mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Warschau macht für den Anstieg der illegalen Migration die belarussischen Behörden verantwortlich, die mit mehreren Ländern Afrikas und des Nahen Ostens Visafreiheit vereinbart haben. Auch die EU gibt Minsk die Schuld und erklärt, Belarus versuche mit der Maßnahme, die EU als Reaktion auf die verhängten Sanktionen unter Druck zu setzen.